Das war der Sommer 2007. Das iPhone kommt auf den Markt. Der Eisenbahnerstreik lähmt Deutschland. Der VfB Stuttgart wird deutscher Fußballmeister. An der Ostsee treffen sich die mächtigsten Politiker der Welt. In den USA bahnt sich eine Finanzkrise an. Und die Stones sind immer noch auf Tour. In Barcelona geben sie im Juli ein Sonderkonzert, exklusiv für 200 Investmentbanker der Deutschen Bank und deren Kunden. Ich stand direkt an der Bühne, hätte Mick Jaggers Fuß greifen können. Er sagte, das Tolle ist, dass unsere Gage aus eurem Bonustopf bezahlt wird. Riesenjubel. Genau in diesen Stunden wächst an der Börse in New York die Gewissheit, dass alles den Bach runtergeht. Obwohl ich unter dem Eindruck des Stones-Konzerts stand, ging ich mit dem Gefühl ins Bett, dass alles möglicherweise binnen kürzester Zeit in die Luft fliegen würde. Es war ein Mega-Ereignis am Rande des Abgrunds. Mehr als 5 Millionen Dollar soll der Privatauftritt der Stones gekostet haben. In der 32. Etage der Deutschen Bank ist damals Josef Ackermann der Boss. Er will die Bank an die Weltspitze führen, ist dafür auf die Investmentbanker angewiesen. Deshalb duldet er deren Eskapaden. Wussten Sie eigentlich von diesem Konzert? Glaube ich, das wusste ich gar nicht. Also vielleicht schon, dass man ein Konzert macht, aber jetzt nicht, da war ich nicht involviert. Man hätte das Konzert auch unter einem riesigen Banner spielen können, auf dem steht, dies hier war die Krönung, als Sinnbild für den leichten Wahnsinn der Bankenindustrie damals. Viele Jahre ist der Wahnsinn jetzt her und Josef Ackermann schon lange nicht mehr Chef in den Frankfurter Zwillingstürmen. Aber seine Ära prägt die Bank bis heute. Das einstige Renommee des Geldhauses kam in diesen Jahren unter die Räder. Es hat sich bis heute nicht davon erholt. Berlin-Mitte, französische Straße. Hier wird 1870 die Deutsche Bank gegründet. In einem unscheinbaren Haus, das schon lange nicht mehr steht. Die Gründungsväter um den Privatbankier Adelbert Delbrück wollen in ihren Tresoren Sicherheit für die Depositen ihrer Kunden bieten. Doch mehr noch geht es in den ersten 10 Jahren um die Eroberung der Weltmärkte, um Kredite zur Vorfinanzierung von Exporten. Ich würde schon sagen, dass man sehr stark von der Motivation angetrieben worden ist, eine starke Deutsche Bank zu gründen und Deutschland auch wirtschaftlich international stark zu machen. Das war nicht nur pures Geschäft, sondern das war auch Patriotismus, der dabei eine Rolle spielte. Mit Beginn des Ersten Weltkrieges 1914 bricht das Exportgeschäft weg. Die noch junge Deutsche Bank steht vor einem Scherbenhaufen. Die ausländischen Filialen mussten nach und nach geschlossen werden. Man hat mehrere Strategien entwickelt, um das auszugleichen. Zum einen ist man im eigenen Land, also in Deutschland, in die Fläche gegangen. Zum anderen ist die Deutsche Bank dann während des Ersten Weltkrieges sehr stark in die Finanzierung der Kriegswirtschaft eingestiegen. 1929 die nächste Existenzkrise, der Black Friday. Schwere Kurseinbrüche an der New Yorker Wall Street lösen eine Weltwirtschaftskrise aus. Die Folgen sind Massenarbeitslosigkeit und soziale Spannungen auf der ganzen Welt. Auch an der Deutschen Bank mit ihrer neuen Zentrale in Berlin-Mitte geht die große Depression nicht spurlos vorbei.
Auschwitz 1943. Das dunkelste Kapitel in der Geschichte der Deutschen Bank. Diesmal finanziert das Geldinstitut nicht nur die Kriegswirtschaft, sondern auch den Holocaust, die Vernichtung der Juden. Die Filiale in Katowice gewährt der Firma Topf & Söhne Kredite, um die Verbrennungsöfen im Krematorium von Auschwitz zu produzieren. Chef der Deutschen Bank ist seit 1937 Hermann Josef Abs. Abs hat nach 1945 selber gesagt, er möchte sich nicht zu denjenigen rechnen, die nun sagen, sie haben von nichts gewusst. Also er hat im Grunde indirekt eingestanden, dass er im Großen und Ganzen über die Verbrechen des Nationalsozialismus im Klaren war. 1954. Wir sind wieder wer. Deutschland wird Fußball-Weltmeister. Die Zeit des Wirtschaftswunders ist angebrochen. Aber auch der Kalte Krieg. Die Sowjetunion schießt den ersten Satelliten ins All, Sputnik. In Rom wird der Vertrag über eine Wirtschaftsgemeinschaft unterschrieben, dem Vorläufer der Europäischen Union. Erst 1957 wird die Deutsche Bank neu gegründet, in Frankfurt. Nicht in Berlin. Sie ist von den Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg zerschlagen worden. Hermann Josef Abs kehrt ungeachtet seiner Rolle im Dritten Reich als Chef zurück. Hermann Josef Abs war verurteilter Kriegsverbrecher. Aber man brauchte die Deutsche Bank nach dem Krieg. Es gab eine Hungersnot, es gab nichts zu essen, es gab nichts zu heizen. Das halbe Land war zerstört. Man brauchte Manager, die das Geschäft gut kannten, die Kontakte auch hatten und die das in die Hand genommen haben. Und das muss ja dann auch wohl mit dem Gutdünken der Alliierten gewesen sein, dass Herr Abs dann wieder ins Amt gehoben wurde. Almabtrieb im Sarganser Land. Während Hermann Josef Abs Ende der 1950er Jahre die alte Bedeutung der Deutschen Bank zurückgewinnen will, wächst sein späterer Nachfolger in den Schweizer Bergen auf. Josef Ackermann ist der erste von drei Söhnen des Landarztes Karl Ackermann und dessen Frau Margret. Sport und Musik sind seine Hobbys. Immer will er glänzen und gewinnen. Selbst beim Sackhüpfen. Was ihm in die Wiege gelegt war, war Ehrgeiz. Ich glaube, der Vater war ein Mensch, der auch forderte. Nach der Militärzeit studiert Ackermann Wirtschaftswissenschaften in St. Gallen. In Vaters Fußstapfen als Arzt zu treten, hat er nur kurz erwogen. Er promoviert, schlägt aber das Angebot einer akademischen Laufbahn aus. Stattdessen geht er 1977 zur Credit Suisse in Zürich, um bei der Großbank Karriere zu machen. Damals findet das Bankgeschäft noch überwiegend am Schalter statt. Man führt Konten, tauscht Devisen, vergibt Kredite, handelt mit Aktien. Kein spektakuläres Geschäft, aber Geld verdienen lässt sich damit durchaus. Am wichtigsten sind für die Banken damals Kreditgeschäfte. Sie verleihen Geld an ihre kleinen oder großen Kunden und streichen dafür Zinsen ein. Oder sie handeln mit Aktien und Devisen gegen Provisionen. Jahr für Jahr steigt Ackermann bei der Credit Suisse die Karriereleiter hoch. Steht kurz davor, die Führung der gesamten Bank zu übernehmen. Doch dann kommt völlig überraschend der Absturz. 1996 ist er abrupt gegangen. Er hat die Bank verlassen. Hintergrund war ein Machtkampf, den er im Grunde verloren hat. Noch 1996 ergibt sich eine neue Perspektive für Ackermann. In Frankfurt.
In den Zwillingstürmen will die Deutsche Bank ihr Geschäftsmodell grundlegend ändern und endlich ein Global Player werden. Hilmar Kopper, der Sprecher des Vorstands, lockt Ackermann nach Frankfurt. Kopper hat zu der Zeit gerade ein beträchtliches Problem. Kurz zuvor ist der Kreditbetrüger Jürgen Schneider, ein ehemaliger Großkunde der Deutschen Bank, aus den USA ausgeliefert worden. Was jetzt kommt, droht peinlich zu werden für die Deutsche Bank. Schneider war ein genialer Hochstapler. Er hat ohne Rücksicht auf Kosten alte Gebäude restauriert und wieder aufgebaut. Unvergessen ist ja das letzte Projekt, dass er auf der Frankfurter Zeil ein Kaufhaus aufgebaut hat und den Wert dieser Immobilie einfach betrügerisch hochgerechnet hat und das Ganze in Sichtweite des Turms der Deutschen Bank. Und dann, als es nicht mehr zu übersehen war, dann hat die Deutsche Bank den Hahn zugedreht. Das war dann aber zu spät. Und dann sind halt viele Handwerker auf ihren Rechnungen sitzen geblieben. Auf einer Pressekonferenz nach Schneiders Flucht hat Kopper den Schaden für die Deutsche Bank heruntergespielt. Es handelt sich auch nicht um viel Geld. Wir schätzen, dass bei allen drei Projekten ein Betrag dabei zur Debatte steht, der ganz deutlich, bei den drei Projekten, die Deutsche Bank betreffen, der ganz deutlich unter 50 Millionen Mark liegt. Wir reden hier eigentlich von Peanuts. Peanuts, Erdnüsse, als seien 50 Millionen Klimpergeld. Selten ist die Arroganz eines Bankers deutlicher geworden. Und das angesichts der finanziellen Folgen für die Handwerker auf Schneiders Baustellen. Hilmar Kopper kommt deshalb die Verpflichtung des smarten Schweizers Josef Ackermann gerade recht, um sein ramponiertes Image aufzupolieren. Das war sicher eine etwas neue Welt für mich, aber ich habe mich sehr schnell heimisch gefühlt und habe auch natürlich gespürt, es ist auch nicht alles Gold, was glänzt in der Deutschen Bank. Man kann auch etwas einbringen, das wir in der Schweiz besser gemacht haben. Zu dieser Zeit liegt der Aktienkurs der Deutschen Bank, Peanuts hin oder her, stabil bei etwa 28 Euro. Für den ehrgeizigen Ackermann ist das nicht genug, er will mehr. Suche nach dem eigenen Weg ist ein Gespräch unter vier Augen durch nichts zu ersetzen. Plötzlich entdecken Sie, wie wichtig es ist. Immer noch spielt bei der Deutschen Bank, wie in dieser Fernsehwerbung, die Beziehung zu den Privatkunden eine wichtige Rolle. Seriosität, Verlässlichkeit und Vertrauen gelten als die wichtigsten Tugenden. Vertrauen ist der Anfang von allem. Deutsche Bank. Am Finanzplatz London hat Ende der 80er Jahre eine Zeitenwende stattgefunden. Das Zauberwort heißt Investmentbanking. Es steht eher für das Gegenteil von Seriosität. Der Entschluss, die großen Räder weltweit mitzudrehen, ist natürlich etwas, was sich von dem ursprünglichen Konzept der Deutschen Bank, die vor über 150 Jahren gegründet wurde, unterscheidet. Das alte Hausbankprinzip, wo also ein Unternehmen mit einer Bank ein enges Verhältnis hatte Kredite dort abholte, das löste sich auf. In der Investmentbank wird mit Rohstoffen, Währungen und Anleihen gehandelt und dabei das Geld von Kunden oder der eigenen Bank eingesetzt. Wegen der hohen Beträge, mit denen die Händler jonglieren, können schon minimale Kursschwankungen zu exorbitanten Gewinnen oder Verlusten führen. Investmentbanking ist deshalb immer ein Spiel mit dem Risiko. Zuständig für die Sparte Investmentbanking der Deutschen Bank wird 1996 das neue Vorstandsmitglied Josef Ackermann. Joe Ackermann glaubte an die Chance des Investmentbankings, um die Deutsche Bank zu einer Universalbank mit weltweiten Kunden zu machen. Er übte erheblichen Druck aus, Geld zu machen. Und wenn man Geld gemacht hatte, musste es im nächsten Jahr mehr Geld sein und im darauffolgenden Jahr noch mehr Geld. Die Mitarbeiter auf dem Handelsparkett der Investmentbanken entwerfen immer kompliziertere Finanzprodukte.
Es zählt nur der Profit, denn daran sind ihre eigenen Boni gekoppelt. Gewinnen kann nur, wer auch riskiert. Das Spiel mit dem Risiko liegt diesen Menschen im Blut. Und auf mögliche Gewinnchancen zu verzichten, weil sie zu riskant sind, steckt nicht in ihrer DNA. Die Kultur der Wall Street war ganz entscheidend geprägt durch diese ziemlich rein männlich geprägte Gesellschaft. Da ging es darum, mein Bonus ist größer als deiner. Man hat sich definiert im Verhältnis auch zu den anderen. Man hat einen Lebensstil beschritten, den man sich vielleicht so gar nicht hätte leisten können, gerade auch in Amerika. Investmentbanker leben in ihrer eigenen Welt. Außenstehende haben keine Chance, die Geldmaschine zu durchschauen. Nicht mal der Chef. Das ist unmöglich. Also als Chef, das ist, da werden ja Tausende von Produkten entwickelt. Wenn Sie jedes selbst bewilligen müssten, dann müssen Sie das im Detail verstehen. Ich glaube, das ist nicht denkbar. Im Gegensatz zu seinem Boss Ackermann versteht er alles bis in die Details. Edson Mitchell. Die Deutsche Bank hat ihn von der Konkurrenz abgeworben und mit ihm seine fähigsten Mitarbeiter. Edson Mitchell war der sogenannte Rainmaker der Bank. Ein Rainmaker ist ein Ausdruck für einen Mitarbeiter, der unglaublich viel Geld bringt. Und darum wusste Ackermann sofort, seine Stellung würde eigentlich von dieser Stellung von Edson Mitchell und von der Rolle von Edson Mitchell abhängen. Edson Mitchell wurde in vielerlei Hinsicht der schlimmste Albtraum für Joe Ackermann, weil er das Stereotyp des dreisten Bankers darstellte. Er stand für die Zukunft im Investmentbanking, diesem Cowboy-Business, das die Amerikaner perfektioniert hatten und die Europäer möglichst schnell imitieren wollten. Edson Mitchell pendelt mit der Concorde zwischen London und New York, um seine hemdsärmeligen Buddies anzutreiben, mit hohen Boni und wilden Partys. Hier ist Mitchells Erfolgsmodell. London, Grosvenor House Ballroom. Am 21. Dezember 2000 feiern die Investmentbanker der Deutschen Bank und ihre besten Kunden eine Weihnachtsparty. Mitchell betritt die Bühne. Die Leitmelodie von Mission Impossible dröhnt durch den Saal. Dieses Jahr sei erfolgreicher gewesen als das letzte, brüllt er. Eigentlich heißt das, wir erobern gerade die Welt. Unter die Gäste haben sich zahlreiche Escort-Girls gemischt. Sie hatten junge Frauen engagiert, die sich um die Kunden kümmern sollten. Damit sie nicht mit irgendwelchen Ehefrauen oder Freundinnen verwechselt wurden, trugen sie ein kleines blaues Bändchen an ihrem knappen Dress. Das hieß, ich gehöre zum Personal, ich bin freiwillig. Das gehört ein bisschen dazu, dass man halt die Kunden unterhält und verwöhnt. Zum Teil gibt es auch Dinge, die wahrscheinlich dann zu weit gehen. Aber das zu unterbinden, das wäre so ein Eingriff gewesen in, sagen wir fast, die Investmentbankkultur. Was ist das für eine Kultur? Was sind das für Menschen, die so bei der Stange gehalten werden müssen, indem man ihnen solche Unterhaltungsveranstaltungen bietet? Also das zeigt, in welches Fahrwasser die Bank da geraten ist. Am Tag nach der großen Sause wird Edson Mitchell zu Hause in Rangley, Maine erwartet. Zum Weihnachtsfest. Doch die Privatmaschine, die ihn aus Boston abgeholt hat, wird nie in Rangley landen. Sie zerschellt beim Landeanflug an einem Berg. Der Berufspilot und sein Fluggast Edson Mitchell haben keine Überlebenschance. Ich bin ja dann fast überall an die Trauerfeierlichkeit gegangen und habe ja auch gesprochen. Also insofern war das schon ein Verlust für die Bank. Und vor allem war es natürlich so, wer könnte Nachfolger sein? Als Mitchell starb, gab es ein Machtvakuum und Hilflosigkeit als Folge des Kulturwandels, den er selbst herbeigeführt hatte. Ackermann bestimmt Anshu Jain zu Mitchells Nachfolger. Aber die Leute, die für Edson gearbeitet hatten, trauten Anshu nicht über den Weg.
Ich habe das Joe Ackerman auch so gesagt. War das ein großer Fehler von Joe Ackerman? Ich würde sagen, ja. Anschu besaß große Risikobereitschaft, die der Bank nicht gut bekommen ist. Ab 2001 hört Anschu Jain den Hut auf. Er gilt als nicht zimperlich. Das ist Qualheims Sorge. Tatsächlich wird die altehrwürdige Deutsche Bank durch ihn vor die Hunde gehen. Das ist das Jahr 2002. Der Euro startet als Bargeld. Michael Schumacher gewinnt seinen 5. Fahrertitel. Bei der Bundestagswahl wird Rot-Grün unter Kanzler Schröder bestätigt. Und der Medienunternehmer Leo Kirch ist pleite. Nachfolger von Hilmar Kopper, dem Peanuts-Mann, ist seit einigen Jahren Rolf E. Breuer. Und der hat in einem Fernsehinterview die Kreditwürdigkeit seines Kunden Leo Kirch in Zweifel gezogen. Eine Katastrophe. Eine Hausbank, für die gehört es sich eigentlich, dass sie ihren Kunden schützt. Mitten im laufenden Geschäft zu sagen, der kriegt ohnehin keine Kredite mehr, das geht nicht. Damit wurde der Kaufmann Leo Kirch hingerichtet. Danach war Schluss. Jahrelang klagt Leo Kirch gegen Breuer und die Deutsche Bank. Kirchs Erben setzen nach dessen Tod 2011 den Prozess fort und erstreiten am Ende fast 1 Milliarde Euro. Sehr teuer für die Deutsche Bank, den Kunden Kirch so verraten zu haben. 9/11 trifft die Deutsche Bank hart. Ihre Dependance wird durch einen der beiden zusammenstürzenden Türme stark beschädigt und muss geräumt werden. Jede Katastrophe ist aber auch eine Chance für einen Neuanfang. Die Deutsche Bank zieht in ein Gebäude an der Wall Street. Mai 2002. Hauptversammlung der Deutschen Bank. Josef Ackerman ist auf dem Gipfel angekommen. Der erste Nicht-Deutsche an der Spitze der Institution. Bei der Bilanzsumme rangiert die Deutsche Bank im internationalen Vergleich damals auf Rang 5. Für Ackerman ist das nicht genug. Ackerman will an die Spitze der Wall Street Banken. Die Aktie der Deutschen Bank wird seit einigen Monaten auch an der New Yorker Börse gehandelt. Ackerman glaubt, dass niemand ihn aufhalten kann. Wie damals beim Sackhüpfen. Die Deutsche Bank hat operativ in den 90er Jahren, Beginn 2000, sehr wenig, wenn überhaupt, Geld verdient. Und ich habe gesagt, wenn wir eine globale Rolle spielen wollen, dann müssen wir so profitabel sein wie unsere Wettbewerber. Und bezogen auf das damalige Kapital, das auch relativ klein war, war das vor Steuern 25%. Looking back, im Rückblick kommt einem das fast verrückt vor, denn 25% war eine Menge. Damals schien das aber keineswegs ungewöhnlich, denn viele andere Banken machten ähnliche Vorgaben. Als Josef Ackerman 2002 das Kommando übernimmt, liegt der Aktienkurs bei 59 Euro. Er hat sich damit seit 1996 mehr als verdoppelt. Aber wird das so weitergehen? Schon Anfang 2004 droht Ackerman ein jäher Absturz. Er steht vor Gericht. Beim Verkauf der Mannesmann Mobilfunk AG an die britische Vodafone hat der Aufsichtsrat, darunter Ackerman, einen millionenschweren Bonus an den bisherigen Chef Klaus Esser bewilligt. Ist das Untreue? In Erinnerung bleibt das Foto von Ackerman mit dem Victory-Zeichen vor Prozessbeginn.
Der Vorstandsvorsitzende oder Vorstandssprecher der größten deutschen Bank muss sich unter Kontrolle haben. Dafür wird er gut bezahlt, dass ihm sowas nicht passiert. So dass man fast annehmen muss, wenn es dann doch passiert, dass es vielleicht Absicht ist. Kopper, Peanuts, Breuer, Kirch und Ackermann, Victory. Das ist ja merkwürdig, diese Serie von Fauxpas-Äußerungen der Vorstandssprecher und Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank. Am Ende wird das Verfahren gegen Ackermann gegen eine Geldbuße von 3,2 Millionen Euro eingestellt. Er gilt damit als nicht vorbestraft und kann Chef der Deutschen Bank bleiben. Ackermann ist angeschlagen. Ihm ist klar, dass er jetzt liefern muss. London. Die Geldmaschine der Deutschen Bank läuft auf Hochtouren. Anshu Jain stachelt seine Truppe mit hohen Boni zu immer größeren Höchstleistungen an. Make money, make more money. Das Boni-System hat verschiedene psychologische und wirtschaftsstrukturelle Folgen und Voraussetzungen, die ich als äußerst schädlich beurteile, weil damit Gier zum Prinzip wird und weil der Hunger nach mehr Geld quasi unersättlich wird. Wenn man allerdings Schaden verursacht hat, weil die Transaktion den Bach runtergegangen ist, gab es im Grunde genommen keine großen Nachteile, außer dass man vielleicht seinen Job verloren hat. Dann hat einen mit Kusshand die nächste Bank genommen. Das ist ein psychologisches großes Thema, wie man erkennen kann, wo die Gier oder das Profitstreben zu hoch ist. Das sagt Ackermann heute. Damals interessiert es ihn offenbar wenig, dass die Grenzen von Gesetz und Moral immer weiter verschoben werden. Einige Händler manipulieren Zinssätze und beteiligen sich an illegalen Geschäften. Das belegen später interne E-Mails. Hier schreibt halt ein Mitarbeiter in London: Ich denke, es ist einfach. Es wäre betrügerisch. Hier haben wir einen Manager der Deutschen Bank, der sagt, das hier ist betrügerisch. Und dann stieg die Deutsche Bank in dieses Geschäft ein. Es wird nicht gefragt, sollten wir in illegale Geschäfte eintreten, sondern es wird gesagt, das ist illegal, aber wie groß ist das Risiko, dass uns das auf die Füße fällt? Wegen manipulierter Zinssätze und Verstößen gegen US-Sanktionen in den Jahren 2003 bis 2005 muss die Deutsche Bank später 2,76 Milliarden Dollar Strafe bezahlen. Weihnachtsparty der Deutschen Bank in einem Nachtclub in Mailand, Mitte der 2000er Jahre. Wieder einmal lassen die Investmentbanker es krachen. Deutsche Bank über alles! Das hat mich nicht weiter gestört. Und die Kunden haben es geschätzt, muss man auch sagen. Anshu Jain weiß, dass er seine Truppe bei Laune halten muss. Zum Beispiel mit Go-Go-Girls auf Firmenkosten. Immerhin tragen die inzwischen keine blauen Bändchen mehr an ihren knappen Outfits. An der Wall Street ist die Deutsche Bank 2006 eine feste Größe. Die Gewinne sprudeln. Doch jetzt steht ein Sturm ins Haus. Es geht um faule Hypothekengeschäfte. Josef Ackermann ist gewarnt. Seine Analysten halten einen gigantischen Crash für wahrscheinlich. Was tun? Die Deutsche Bank mischt kräftig mit bei den fragwürdigen Geschäften auf dem amerikanischen Hypothekenmarkt. Überall stehen Häuser zum Verkauf. Viele Banken sind ein viel zu hohes Risiko mit ihren Hypotheken eingegangen. Jetzt kommt es darauf an, Schrottpapiere so schnell wie möglich abzustoßen. Es haben viele nicht wahrhaben wollen. Ich wurde ja auch innerhalb der Bank zum Teil kritisiert oder habe Widerstand gespürt, weil ich gesagt habe, die Entwicklung ist nicht gut, wir müssen runter mit den Risiken und vieles verkaufen. Da gab es die Truppe um Anshu Jain, die voll in diesem Geschäft drin war. Und die dachten, das geht alles gut. Dann gab es Leute, die sagten, das kann nicht gut gehen. Was ihr da treibt,
ist Alchemie. Ja. Man möchte sozusagen aus Bleigold machen. Barcelona, Juli 2007. Alle ahnen, dass der Crash nicht mehr zu verhindern ist. Doch Andrew Janes Investmentbanker vergnügen sich bei einem Privatkonzert der Rolling Stones, als gehe sie die Welt draußen nichts an. Die Kunst ist, die Risiken so gut einschätzen zu können, dass man zwar tanzt, solange die Musik spielt, aber eben auch merkt, wenn die Musiker sozusagen müde werden und dann frühzeitig, rechtzeitig von der Tanzfläche geht. Die Deutsche Industriebank IKB in Düsseldorf geht zu spät von der Tanzfläche. Sie ist einer der Kunden der Deutschen Bank in New York. Ende Juli 2007, zwei Wochen nach dem Stones-Konzert in Barcelona, steht das Geldinstitut vor der Pleite. Der IKB-Vorstand hat sich Ackermanns Blei als Gold andrehen lassen. Die Deutsche Bank hat in den USA diese Produkte mit kreiert, denn damals faule Immobilienkredite gesammelt worden sind, hat sie so verpackt, dass man nicht mehr genau wusste, was drin ist, und hat es dann verkauft. Ja, aber wir haben es ja nicht aufgezwungen, aber wir haben denen auch solche Produkte verkauft, weil die auch nachgefragt haben. The dumb money from Düsseldorf, also das dumme Geld aus Düsseldorf. Die IKB war sozusagen einer der letzten Spieler in diesem Markt, der noch nicht begriffen hatte, dass sich was zusammenbraute. Der ehemalige Chefvolkswirt der Deutschen Bank unter Josef Ackermann, sein eigener Mann gewissermaßen, geht wegen des IKB-Geschäfts hart mit ihm ins Gericht. Ich würde mal sagen, juristisch war es ein Problem für die IKB. Moralisch, ethisch hätte man eigentlich sich dann schon früher zurückhalten sollen. Man hat es nicht getan, weil natürlich bei diesen Produkten eine schöne Gewinnspanne drin war. Um die Pleite der IKB abzuwenden, müssen mehrere Rettungspakete geschnürt werden. Am Ende zahlen die privaten Banken 1,5 Milliarden Euro, die Sparkassen 370 Millionen. Den größten Betrag übernimmt die staatliche Förderbank KfW, 7 Milliarden Euro. Die KfW muss ihrerseits mit Steuergeldern gestützt werden, damit sie überleben kann. Obwohl ich das als Marktwirtschaft nicht gerne sage, da war die staatliche Unterstützung der einzige Weg. Ingrid Matthäus-Meyer, damals Chefin der KfW, kritisiert, dass sich Ackermanns Deutsche Bank damals auf Kosten der Steuerzahler saniert hat. Dass Ackermann die Risiken, die er selber massiv mit hervorgerufen hat, indem er der IKB diese Dinge verkauft hat, diese Schrottpapiere, dass er dieses dann nutzt, um es auf eine Förderbank, auf die staatliche Förderbank abzuwälzen, das zeigt, wie Ackermann tickte und dass er insgesamt doch skrupellos war. Hat sich Josef Ackermann verzockt? Nach der IKB-Krise zieht sich Josef Ackermann, wie in jedem Spätsommer, zurück in ein Dorf im Tessin. Inzwischen lässt sich das Krachen im Gebälk des internationalen Finanzsystems nicht mehr überhören. Ackermann weiß, dass er sich der Öffentlichkeit stellen muss. Der Ruf der Deutschen Bank liegt am Boden. Bei einem Exklusivinterview mit Maybrit Illner übt er sich in Selbstkritik. Er hat allerdings darauf bestanden, dass er alleine auftreten kann. Herzlich willkommen zu dieser Sendung heute Abend. Aber wenn es einmal schlecht geht, muss man halt fairerweise auch sagen, man hat Fehler gemacht, auch die Deutsche Bank hat Fehler gemacht, auch in dieser Krise. Und dazu muss man doch stehen und versuchen, das zu korrigieren und die Lektionen daraus zu ziehen. Jahre später wird die Deutsche Bank wegen dieser Fehler in den USA zur Rechenschaft gezogen. Um einem Strafverfahren zu entgehen, zahlt die Deutsche Bank 2017 7,2 Milliarden Dollar. Dazu kommen 1,9 Milliarden, mit denen sie zwei staatliche Immobilienfinanzierer entschädigen muss. 9,1 Milliarden Dollar, die größte Strafe.
deren Ursachen in der Ära Ackermann liegen, aber nicht die letzte. Nur wenige Monate später kommt es zum Crash an der Wall Street. Am 15. September 2008 ist die Bank Lehman Brothers infolge der Immobilienkrise zahlungsunfähig. Dadurch drohen weitere Banken wie Dominosteine umzukippen. Die globale Finanzwelt steht am Abgrund. In den Handelsräumen wird hektisch versucht, zu retten, was zu retten ist. Für die Deutsche Bank war es eigentlich nicht so schlimm. Wir waren relativ gut vorbereitet auf so einen Kollaps. Die Hypo Real Estate dagegen braucht für ihre Rettung staatliche Garantiezusagen in Milliardenhöhe, wird später verstaatlicht. Bei der Bilanzkonferenz einige Monate zuvor ist angeblich noch alles im grünen Bereich gewesen. Im Bundeskanzleramt jagt eine Krisensitzung die nächste. Jetzt geht es darum, Panik unter den deutschen Sparern zu verhindern. Sonst droht das Chaos. Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein. Die Bundesregierung fürchtet einen Black Friday wie damals 1929-31, als viele ihr Geld und danach noch ihren Arbeitsplatz verloren. Es gibt ein paar Parallelen. Also zum einen natürlich diese großen Risiken, die Banken eingegangen sind, in der Erwartung, dass sie selbst nicht für diese Risiken einstehen müssen. Das war vor 1931 vor allen Dingen bei der Gewährung von Großkrediten der Fall und dann in den 2000er Jahren vor allen Dingen mit den internationalen Finanzmarktgeschäften. In Washington tagt im Oktober 2008 der Internationale Währungsfonds IWF. Überall wird hektisch versucht, den Kollaps des weltweiten Finanzsystems zu verhindern. Josef Ackermann ist jetzt als internationaler Feuerwehrmann gefragt, obwohl seine Bank eigentlich zu den Brandstiftern gehört. Gleichzeitig überstürzen sich die Ereignisse im eigenen Haus der Deutschen Bank. Ein 900 Millionen Dollar Kredit ist ausgefallen. Ausgerechnet im Zockerparadies Las Vegas. Das Hotel Cosmopolitan, heute ein Komplex der Superlative. 3000 Zimmer, mehr als 4000 Mitarbeiter, hunderte von Spielautomaten. Mitten in der Krise im Herbst 2008 übernimmt die Deutsche Bank den Rohbau. Der Bauherr ist pleite. Es war eine Baugrube. Man hätte, weiß nicht, 10 Jahre lang gesagt, dass die Deutsche Bank Baugrube. Das ist auch eine Verantwortung der Banken, auch für ein Stadtbild. Also es war primär Reputation. Das heißt, man hat gesagt, wir schreiben das nicht ab jetzt, wir bauen es zu Ende und verkaufen es. Und wenn es Abschreibungen nötig macht, dann machen wir die Abschreibung, aber dann, wenn dieser Peak von der Finanzkrise vorbei ist und wir wieder ordentlich Geld verdienen, dann fällt das nicht groß auf. Für die Deutsche Bank wird es ein teurer Irrtum. Ackermann ist in dieser Zeit mehrfach Gast am Berliner Kabinettstisch. Die Bundesregierung will einen staatlichen Rettungsschirm für die deutschen Banken aufspannen. Ackermann konterkariert die Maßnahme mit der Aussage, er würde sich schämen, wenn auch die Deutsche Bank einen Platz unter dem Schirm benötigte. Da ist es wieder das Victory-Zeichen, diesmal in der gesprochenen Version. Die Bundeskanzlerin fühlt sich düpiert. Sie lässt über ihren Regierungssprecher ausrichten, Ackermanns Äußerung sei unverständlich und inakzeptabel. Das hätte man besser nicht sagen sollen. Aber gemeint war damit, was meine Interpretation, dass der Kapitän eines Schiffs sagte, wenigstens bin ich nicht auf Grund aufgelaufen mit meinem Schiff. Hätte ich das gemacht, hätte ich mich dafür geschämt, hätte ich zum Staat direkt gehen müssen. Es geht ja nicht nur um, ob man Staatsgeld bekommt, sondern der Staat nimmt dann auch Einfluss. Die Vergütungen werden irgendwie überwacht und limitiert. 500.000 maximal oder so.
Das wäre natürlich für die Deutsche Bank im internationalen Investmentbanking ganz schlimm gewesen. Hätten wir viele Mitarbeiter verloren. Vom Allzeithoch mit rund 88 Euro im April 2007 fällt die Aktie ins Bodenlose. Im Januar 2009 wird sie nur noch mit 16 Euro gehandelt. Für mich ist ziemlich klar, nach der Finanzkrise von 2007-2008, vor allem wegen der strengeren Auflagen, die dann wirksam wurden, hätte die Deutsche Bank wahrscheinlich ihr Geschäftsmodell schnell ändern sollen. Hat sie aber nicht gemacht. Anshu Jain und seine Leute in London wollen kein anderes Geschäftsmodell. Im Gegenteil, sie verstricken sich immer tiefer in kriminelle Machenschaften, angetrieben von Hochmut und Gier. Schon im Juni 2008 hat Ackermann von Frankfurt aus ein wütendes Telefonat mit Anshu Jain geführt und kulturelle Defizite bei den Investmentbankern beklagt. Er werde das nicht länger tolerieren. Das ergeben später Ermittlungen der Bankenaufsicht. Konsequenzen hat die Standpauke nicht. Ich habe zwar immer gesagt, dass, glaube ich, seit 2006, dass kein Geschäft es wert ist, den Ruf der Bank zu schädigen. Und das war top-down, war das absolut klar in der Bank. Dennoch wurde es nicht von allen so befolgt. Der jährliche Geldregen aus London ist entscheidend für die Bilanz der Deutschen Bank. Josef Ackermann ist auf seinen Goldesel Anshu Jain angewiesen. 2009 steigt der sogar in den Vorstand der Deutschen Bank auf. Silvester 2010 ist es dann in Las Vegas endlich soweit. Das Cosmopolitan der Deutschen Bank wird mit einer Megaparty eröffnet. Klotzen statt Kleckern. 12 Millionen Dollar soll das Event mit Jay-Z und Beyoncé gekostet haben. Als Ende 2014 endlich der ersehnte Käufer gefunden wird, erweist es sich als Milliardengrab. Wie hoch war der Verlust unterm Strich? Ich kann es nicht mehr genau sagen. Aber es war sicher über eine Milliarde. Am Ende dürfte der finanzielle Schaden sogar fast 2 Milliarden Dollar betragen haben. Die Reputation der Deutschen Bank ist Ende 2010 im Eimer. In der internationalen Finanzwelt spottet man über Joe Ackermann. Er habe zu hoch gepokert. Nicht nur in Las Vegas.